Was geht und willkommen zu meinem Gaming-Setup-Video. Heute enthülle ich, was bei mir in Benutzung ist und auf welche Produkte ich zurzeit setze. Dieses Equipment habe ich mir über Jahre geleistet und ich hoffe, es beantwortet viele Fragen von euch, was bei mir in Gebrauch ist, denn oft kommen solche Kommentare unter meinen Videos vor. Seit August habe ich nun auch einen neuen Rechner, der von der Firma NZXT kommt. Okay, 3, 2, 1. Scheiße. Ich guck mal eben hier hin. Also nochmal. 3, 2, 1 und... Das Gehäuse ist das H510 Elite in Weiß, das wollte ich unbedingt auf meinem Tisch sehen. Verbaut ist eine ASUS ROG RTX 2080 Ti Strix Graka. Der CPU ist von AMD, der Ryzen 9 3950X mit 16 Kernen. Gekühlt wird das System mit dem NZXT Kraken Z63 Wasserkühlung samt LCD-Display und kleinem fleißigen Hamstergriff. Das Motherboard ASUS ROG X570 Crosshair 8 Hero ist dazu die Grundlage für meinen PC gewesen. Am RAM habe ich mich für den G-Skill Tridance RGB 4000 mit 32 GB entschieden und mein Speichermedium ist eine Samsung SSD 970 EVO Plus mit 2 TB und einer zusätzlichen HDD ebenso mit 2 TB verbaut. Mein Netzteil kommt von NZXT und ist das C850. Angeschlossen an diesen PC habe ich meine zwei HP Omen 27 Zoll 2K Monitore mit 1,8 ms Reaktionszeit und darauf die dynamischen ressourcensparenden Hintergründe von der Wallpaper Engine auf Steam erhältlich. So steht bei mir auf dem Tisch eine Razer Ornata Chroma. Mit dem Scimitar Pro RGB aus dem Hause von Corsair. Mein kleiner Helfer bei Streams und Videos ist das Elgato Stream Deck als Soundboard oder Setting-Hilfe. Unter anderem laufen darüber auch zwei Keylights von Elgato, die mir perfekt beim Ausleuchten helfen. Der Sound kommt aus dem HyperX Cloud Alpha Headset und reguliert wird meine Soundspur mit dem TC Helicon Go XLR Mini. Ihr hört mich gerade durch das Rode NT1A Mikrofon, welches ich mit der XLR Software noch etwas verfeinern konnte. Wenn ich Lust aufs digitale Zeichnen bekomme, setze ich mich an mein X-Pen Artist 16,6 Zoll mit IPS Pen Display. Für die schöne Beleuchtung habe ich ein U-System von Philips mit U-Light Bars und Stripes. Um meine Sammelfiguren staubfrei zu halten, nutze ich die IKEA Bakitan und Synas Boxen. Bei GameStop gibt es noch kleine Schein-LED-Boxlichter und die sind optimal für alles in Funko-Pop-Größe. Mein Kabelmanagement ist noch nicht optimal und es fehlen noch ein paar dekorative Elemente, um meine Sammelfiguren und Equipment unterzubringen, aber alles in allem fühle ich mich sehr wohl. Und wie sieht euer Gaming Room aus und welche Farben würdet ihr bei euch erstrahlen lassen? Ihr könnt es mich ja gerne mal in die Kommentare wissen lassen und wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne stellt sie. Ich bedanke mich, dass ihr aufmerksam zugehört habt und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!